Also zunächst das Dynamit, dann zeigen wir es Ihnen so richtig. Alles klärchen, dann hole ich mir mal das Dynamit. Gut, Dynamit ist eine Waffe mit Zünder, das heißt, sie explodiert, wenn der Zünder auf Null steht und nicht wie bei der Bazooka dann, wenn sie auf dem Boden aufprallt. Wäre auch dämlich. Wählen Sie das Dynamit aus, indem Sie eine Waffe in die Waffenliste mit der Waffentaste öffnen und dann das Dynamit-Symbol wählen. Nach Auswahl des Dynamits mit dem Feuertasten bewegen Sie den Wurm mit der Bewegungstasten an den gewünschten Explosionsort. In diesem Fall direkt neben den feindlichen Wurm. Drücken Sie die Feuertaste, um das Dynamit fallen zu lassen. Doch ich muss Sie warnen, sobald Sie das Dynamit fallen lassen, müssen Sie schnell das Land gewinnen. Das kann urplötzlich explodieren. Wenn Sie bereit sind, lassen Sie den Dynamit neben dem Feind fallen und verwenden Sie Ihre Rückzugszeit, um sich möglichst weit vom Ort der Detonation zu entfernen. Gehen Sie ran. Alles klar. Oh, ich habe den Spruch nicht geändert. Ich hoffe, ich denke dran. Das nächste Mal. So, jetzt haben wir Dynamit. Das setzen wir jetzt ein. Und dann springen wir weg. Das dürfte normal schon reichen. Ja. Es gibt wieder keinen Landschaftsschaden, was wirklich schade ist, weil Dynamit reißt ein schön riesiges Loch in den Boden rein. Jo. Hervorragend. Sie haben die Explosion gesehen. Wenn Sie jemals sehr nah an einer Gruppe feindlicher Würmer stehen, ist Dynamit eine hervorragende Waffe, da durch die Explosion sämtliche Würmer in der Nähe zu Schaden kommen. Passen Sie nur auf, dass Sie sich selbst nicht verletzt werden. Nun, damit müssen Sie sich um einen Feind weniger Sorgen machen. Dynamit ist also eine Waffengattung mit Zünder, aber es gibt auch andere Waffen dieser Art, die genauso nützlich sind. Sehen Sie uns einmal die Granate näher an. Wie auch Dynamit explodieren Granaten, sobald der Zünder auf Null steht. Im Gegensatz zu Dynamit, das man nur ablegen oder abwerfen kann, lassen sich Granaten jedoch auch werfen. Sehr schön. Gut, dann zoomt er wieder auf die Kiste ran. Sehen Sie den gegnerischen Wurm neben dem alten LKW dort drüben? Versuchen Sie, eine Granate in seiner Nähe zu werfen. Nehmen Sie sich Zeit. Wenn Sie nicht gleich treffen, ist das kein Problem. Sie haben mehr als genug Munition. Wenn Sie bereit sind, sammeln Sie die Kiste dort drüben ein, öffnen Sie die Waffenleiste und wählen Sie das Granatensymbol aus, wählen Sie mit der Rotationstaste die Wurfrichtung und die Flugbahn. Wenn Sie es gewählt haben, werfen Sie die Granate mit der Feuertaste. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto weiter wird die Granate geworfen. Das kennen wir schon. Alles langweiliges Geschwafel. Aber es läuft durch, also muss ich es vorlesen. Oder lese ich es vor? Ja, on your head, Punk. Gut, wie weit? Oh, wir können den Zünder noch einstellen. Machen wir einen 5-Sekunden-Zünder draus. Und dann werfen wir mal in der Höhe. Und okay, wir können den Zünder runterstellen. Auf, ich sag 3 Sekunden. Vielleicht auch auf 2 gleich. So, der ging wieder drüber. Ja, wir gehen auf 2 Sekunden runter. Wir müssen auch hier ein bisschen runterziehen. Damit geworfen und na, knapp. Das heißt, noch ein wenig runterzielen. Verrückte Granaten. Boom. Und das dürfte eigentlich schon. Ach, das dürfte noch nicht reichen. Dann versuche ich mal, in diesen Ring zu werfen. So, und das dürfte jetzt ihn erwischt haben. Sehr schön. Hat ihm 11 abgezogen, 10 mehr als nötig, aber ist ja nicht schlimm. Guter Schuss. Wenn Sie sehen, hüpfen die Granate herum, bis der Zünder auf der Null steht. Da ereignen sich Granaten besonders gut für Einsätze gegen Feinde, die sich in Löchern oder Höhlen verstecken, da die Granate häufig bis direkt zu ihnen rollt. Weiter mit dem nächsten Ziel. Und der Typ heißt Trash. Ein weiterer Feind ist das Gebiet eingedrungen. Vernichten Sie ihn mit der Granate, wenn Sie dazu bereit sind. Übrigens, haben Sie schon einmal einen anderen Kamerawinkel ausprobiert? Halten Sie die Ich-Perspektive-Taste gedrückt, um die Landschaft aus der Ich-Perspektive zu sehen. Halten Sie die Draufsicht-Taste gedrückt, um sich die Landschaft von oben anzuschauen. Vielleicht kommen Sie ja damit besser klar. Okay, also man kann auch von hier
zielen. Angeblich, aber ich glaube nicht, dass das so viel Sinn macht. Da bleibe ich lieber bei dem hier. Und 2 Sekunden dürften auch hier ausreichen. Oh, es hat schon gereicht. Es war nah genug dran. Coole Sache. Ich habe die Splitterbomben schon aufgehoben. Hervorragend. Als nächstes sind Splitterbomben an der Reihe. In der Kiste dort drüben befinden sich welche Splitter. Finden Sie welche? Splitterbomben sind die Granaten. Sind wie Granaten. Sie werden auch aufgrund dieser Wellbeweise eingesetzt. Jedoch mit dem Unterschied, dass Splitterbomben bei der Detonation in jede Menge Einzelteile zerfallen. Somit eignen sie sich hervorragend für den Umgang mit Feinden, die nahe beieinander stehen. Diese Feinde dort drüben sind also ideale Ziele für Splitterbomben. Denken Sie daran, je länger sie die Dauer. Ja, das kennen wir schon, das nervt. Ja, so nah wie möglich an die Feinde ran, desto mehr Schaden. Ist gut, ist gut. Landfall und Rubbish-Tipp. Okay. Dann probieren wir es. Ungefähr die Höhe war das, oder? Naja, da sind ein paar ins Wasser gefallen, aber ich glaube, es hat trotzdem gereicht. Ja, 2 und 15, das reicht bei einem Leben locker. Boom. So, jetzt kommen nochmal 2. Hervorragend, wie sie einzig Splitterbomben hervorragend für die Angriffe von Feinden, die in der Höhle oder Senken aufhalten, doch noch mehr, wenn diese beieinander stehen. Da dürfen übrigens gerade die letzten Verstärkungen des Gegners eintreffen. Ah ja. Gut, machen Sie also klar, Schiff. Das schaffen Sie ja alleine. Wenn Sie bereit sind, vernichten Sie alle übrigen feindlichen Würmer mit einer Splitterbombe oder einer Granate. Vergessen Sie nicht, dass Sie wie bei allen granatenähnlichen Waffen die Zündertaste zum Ändern der Zünderzeit verwenden können. Haben wir schon gemacht. Wenn Sie soweit dabei sind, wenn Sie sowieso dabei sind, hier aufzuräumen, können Sie ja mal ausprobieren, welche Wirkung Sie damit erzielen. Lassen Sie sich genug Zeit, um sich an Granaten zu gewöhnen. Sie sind wichtige Waffen des Worms-Arsenals. Sie sehen uns dann, wenn die Luft hier rein ist. Viel Glück dabei. Gott, ich wollte eigentlich heute nicht eine Vorlesestunde machen. Alter Schwede. So, dann werfen wir die Granate und es hat funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Sie ist in dem Ring gelandet. Verdammt. Ach ja, das Granatennest. Das ist eine beliebte Selbstmordart. Gut, wir haben eine Granate, die können wir jetzt dafür verwenden. Und ich hoffe mal, sie landet wieder im. Ja. Und wir haben ihn versenkt. Sehr schön. Und ja, jetzt läuft wieder das Video, was wir nicht sehen können. Ist wirklich, wirklich schade. Außer wir sehen es auf dem Video, was der Hammer wäre. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. So, Rückkehr zum Chichou del Attentat. Il Attentat. Ach, keine Ahnung, Spanisch bin ich nicht ganz so gut. Zumindest im Lesen. Aussprechen kann ich's. Aber nicht lesen. Also laden wir noch ein bisschen. Und denne. Ja, sind wir gerade hier. Jumper ist wieder da mit 300 Leben, was wirklich unter. Ja, sie sind ja Soldat. Sehr erfreut, sie hier zu sehen. Geheimdienstberichte lassen vermuten, dass feindliche Elite-Attentäter demnächst hier landen werden. Wenn wir also verhindern wollen, dass das Abendessen des Generals ins Wasser fällt, benötigen Sie ein wenig Feuerkraft. In dieser Mission haben Sie 2 Minuten Zeit für Ihren Zug. Die Uhr am Bildschirmrand zeigt an, wie viel Zeit Ihnen bleibt. Also nicht so lange trödeln. Wenn Ihr Zug vorüber ist, darf der Feind schießen. Wenn Sie also bereit sind, in Aktion zu treten, sammeln Sie am besten die Kisten dort drüben ein. Zielflugrakete. Okay. Und ich dachte, ich hätte 2 Minuten. Ach ja.
Wie erwartet, da kommt schon der erste. Zum Glück haben sie sich gerade die richtige Waffe unter den Nagel gerissen, eine Zielflugrakete. Zielflugraketen sind schlagkräftige Waffen, die sich ideal dazu eignen, Feinde anzugreifen, denen mit Bazooka oder Granaten schwer beizukommen ist. Öffnen Sie zunächst die Waffenleiste mit der... Ja, leck mich am A. Und, wo ist der Typ? Ach, hinter mir. Ah, da gehen wir jetzt auf Zielflugrakete. Auf E, um den Winkel festzulegen. Drücken auf den drauf. Zeigen möglichst gerade hoch in den Himmel. Schieß mit voller Kraft. Boom. Schade, er fällt nicht ganz runter. Gut, jetzt haben wir ihm 39 Leben gezogen. Ja. Eine hervorragende Leistung. Wie Sie sehen, die Zielflugraketen beeindruckende Waffen. Sie können durchaus eingesetzt werden, wenn sie keinen freien Blick auf den Feind haben. Am besten heben sich diese Waffen für besondere Anlässe auf, also für die Felder. Für die Fälle, in denen Bazooka oder Granate einfach nicht reichen. Ich glaube, da kommt schon der nächste Feind. Kopf hoch. Ah. Ja, da seht ihr den Fallschirm im Einsatz. Normal fällt man nicht ganz so gerade runter. Oh. Der kann... Gibt immer noch keinen Landschaftsschaden. So. Ach, jetzt müssen wir ja aufs Haus drauf. Sind die lästig, aber denen werden wir eine Lektion erteilen. Eine, die sie nie mehr vergessen werden. Zum Glück habe ich daran gedacht und ein paar Dinge in den Wege geleitet. Wir bekommen Unterstützung aus der Luft. Sehen Sie die Kiste auf dem Dach? Darin befindet sich ein Luftangriff. Holen sich die Kiste durch ihre Sprungfähigkeiten, wenn sie bereit sind. Alter Schwede. Vorlesestunde für Kleinkinder. Nein, überhaupt nicht Kleinkinder, aber wunderbar. Luftangriffe funktionieren etwa wie Zielflugraketen. Wählen Sie zunächst einen Luftangriff in der Waffenliste aus. Draufsicht-Taste. Gut. Wir haben einen Luftschlag. Jetzt gehen wir auf die Draufsicht-Taste. Wählen das Ziel aus. Und starten den Luftangriff. Ballern ihn vom Turm runter. Nein, ich wollte ihn vom Turm runter haben. Naja. Er entscheidet sich für den Jesusabgang oder wie auch immer. Hervorragend, Sie sehen schon, wie nützlich Luftschläge sein können. Leider hat man nie genug davon. Überlegen Sie sich Ihren Einsatz daher genau. Das könnte kampfentscheidend sein. Augenblick. Ich glaube, da kommt der nächste Feind. Kopf hoch. Ach. Gleich zwei von denen. Ja, der wirft jetzt eine Splitterbombe und wird mich wahrscheinlich treffen. Jo, der hat mich erwischt. Aber nur 9 Leben abgezogen. Sollte eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollte ich dabei ziemlich gut Leben verlieren. Er hat sie nicht erwischt, oder? Ich glaube, dass es ist an der Zeit, diese wirklich nervigen Feinde zu entsorgen. Auf dem Gebäude da drüben ist noch eine Kiste. Da finden Sie eine Schrotflinte, die perfekte Waffe, um beide zu meucheln. Springen Sie auf das Dach, holen Sie sich die Kiste, wenn Sie bereit sind. Oh Mann. Oh Gott. Und ich wollte eigentlich nicht vorlesen. Die Schrotflinte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in 2 Schuss pro Zug ermöglicht. Bei den meisten Waffen haben sie nur einen Schuss pro Zug frei. Wählen Sie die Schrotflinte in der Waffenliste aus. Insofern richten Sie diese einmal einfach auf den Feind und schießen Sie mit der Feuertaste. Sie haben 2 Schüsse frei, schießen Sie also unbedingt auf beide Feinde. Ist gut. So, dann nehmen wir uns erstmal den hier vor. Wie ihr seht, ich mache nichts mit der Maus. Das schwankt automatisch. Kann ich nichts für, ist dieses natürliche, ich zitter ein wenig vorm Schuss. So. Ich kann mich nicht bewegen danach. Verdammt, die könnten mich ins Wasser ballern. Ja, großartig, Soldat. Mit der Schrotflinte können Sie ja wirklich umgehen. Am besten setzen Sie sie gegen Feinde mit niedriger Gesundheitswert ein. Mit einer Schrotflinte können Sie den Feind höchstens 25 Punkte Schaden zufügen. Doch dieser Wert verringert sich mit größer werdendem Abstand oder ungenauen Treffer. Verwenden Sie diese Waffe also nicht für Feinde in großer Entfernung, außer Sie haben gerade nichts Besseres auf Lager. Ich benutze das auch so.
Ist Ihnen übrigens schon aufgefallen, dass das Wasser steigt? In manchen Missionen oder beim Spiel kann Feind das vorkommen. Versuchen Sie keine Panik zu bekommen. Diese Geschichte geschieht normalerweise nur im Sudden Death Modus. Wenn die Rundenzeit abgelaufen ist, steigt das Wasser immer weiter, bis das gesamte Land unter Wasser steht. Wenn Sie überleben wollen, müssen Sie einen hochgelegenen Ort als Unterschlupf für Ihre Würmer finden. Ja, dann saufen die anderen ab und du überlebst. Ganz simple Sache. Laut Geheimdienstinformation, Massenmord, handelt sich hierbei um den letzten Feind. Wenn sie ihn vernichten, werden die Gäste des Generals nicht einmal ahnen, in welcher großen Gefahr sie schwebten. Für diesen letzten Wurm haben wir ihnen ein Schaf bereitgestellt. Sehen Sie diese Kiste auf der Mauer da drüben? Springen Sie über die Dächer der Mäuser auf die Mauer. Sobald Sie bereit sind, gehen Sie ran. Ach du Kacke. Jo. Shoot and ask questions later. Stimmt. Schießen und später. Wir als erst schießen, dann Fragen stellen. Okay. Da muss ich wohl auf das hier, auf das nächste Dach. Dann. Oh, ich kann da auf die. Ach, die Mauer vorspringen. Wie praktisch ist das denn? Und ich habe es sogar geschafft. So, gut gemacht. Das war gar nicht so schwer, oder? Nun halt sie die Schafe in den Händen. Schafe sind mächtige, extrem gefährliche Waffen. Wählen Sie das Schaf zunächst in der Waffenliste. Drehen Sie den Wurm mit der Rotationstaste in die Richtung, in der das Schaf sich bewegen soll. In diesem Fall halten Sie auf den gegnerischen Wurm zu und schießen Sie durch Drücken der Feuertaste ab. Wenn Sie sich in der Nähe befinden, lassen Sie das arme Schaf explodieren, indem Sie erneut die Feuertaste drücken. Schafe sind von den Bewegungen her etwas unberechenbar, aber versuchen Sie es doch mal, wenn Sie bereit dazu sind. Ja, ist gut. So, jetzt halten wir ein Schaf in den Händen. Es läuft und verdammt, es ist gesprungen. Und schon wieder mit fliegenden Fahnen bestanden, Soldat. Ich wusste, dass wir uns auf Sie verlassen können. Der General lässt einen Dank an seine Glückwünsche zum erfolgreichen Abschluss dieser Mission ausrichten. Sind Sie bereit für die nächste Aufgabe? Und dann gehe ich doch einfach mal auf weiter und ab hier hat irgendwie die Aufnahme sich beendet, also die ja, die Bildaufnahme, die Tonaufnahme wäre ja nicht so schlimm gewesen, hätte ich nachvertont oder irgendwie sowas. Aber irgendwie hat jetzt eben das Bild aufgehört und deswegen wird der Rest nachgeliefert. Ich habe noch ungefähr eine halbe Stunde danach gespielt. Wird natürlich alles noch, wird alles nochmal gespielt und so weiter, geht ja. Ist ja gar nicht so schwer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.